Hallo und herzlich willkommen bei Finance TV. Die Beraterwelt steht vor einer Zäsur, denn ab dem kommenden Jahr müssen Banker, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Steuergestaltung ihrer Mandanten an die Finanzbehörden melden. Geschieht das nicht, dann drohen empfindliche Strafen, so will es eine neue EU-Richtlinie. Doch was sind eigentlich aggressive Steuergestaltungen und wie kann man sich als Unternehmen jetzt darauf vorbereiten? Das frage ich unseren heutigen Studiogast. Er ist Steuerberater bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz. Herzlich willkommen, Daniel Zöller. Grüßen Sie, Frau Backhaus. Hallo. Herr Zöller, bevor wir in die Details der neuen Meldepflicht einsteigen, lassen Sie uns zunächst mal auf das große Ganze schauen. Die EU selbst hat ja gar keine Handhabe, Steuerpolitik zu machen. Sie kann also auch mit den Erkenntnissen aus dieser Meldepflicht keine Steuerschlupflöcher schließen. Was ist also die Motivation und das Ziel der EU mit dieser neuen Richtlinie? Letztlich geht es darum, die Steueraufkommen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten vor einer Aushöhlung durch vermeintlich aggressive Gestaltungen zu schützen. Das ist Ausfluss eines größeren Projektes, was auf OECD-Ebene schon gestartet hat. OECD-BEPS ist vielleicht ein Schlagwort, was bekannt ist. Hier haben wir also einen Ausläufer dessen. Sie haben gerade schon das Stichwort genannt, aggressiv. Gemeldet werden müssen ja laut Richtlinie möglicherweise aggressive, grenzüberschreitende Steuergestaltung. Was verbirgt sich jetzt hinter dem Verb oder dem Adjektiv möglicherweise aggressiv? Ja, das ist eine Definition, die auch schon ein paar Jahre alt ist. Sie stammt von der EU-Kommission. Dahinter steckt die Idee, dass man nicht möchte, dass im grenzüberschreitenden steuerlich relevanten Sachverhalten die Unabgestimmtheiten zwischen den einzelnen Steuersystemen der Länder ausgenutzt werden. Das ist erstmal ein Anliegen, was durchaus nachvollziehbar ist. Und hier setzt genau dieser Begriff auch an, der aggressiven Gestaltung, dass man unter Ausnutzung auch von steuertechnischer Details diese Asymmetrien in den Steuerrechtssystemen bewusst ausnutzt und dadurch dem einen EU-Mitgliedstaat Steuersubstrat entzieht und in ein anderes verlagert, wo es eben niedriger besteuert wird. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Also welche Art von Steuergestaltung sind dann konkret meldepflichtig für die Unternehmen und für die Berater künftig? Ja, hier ist jetzt genau der Spagat, den die EU-Richtlinie versucht hinzubekommen und wo es dann eben leider Gottes schwammig wird. Die Idee dahinter ist, zu sagen, ja, die nationalen Gesetzgeber haben es eben bisher nicht geschafft, sich da aufeinander abzustimmen. Und jetzt spielt man den Ball ins Spielfeld der Berater und der Steuerpflichtigen. Meldet doch mal vorab, was ihr euch so überlegt habt. Was ist aber jetzt die Messlatte, woran man das festmacht? Die EU-Richtlinie sieht hier vor, dass es sogenannte Kennzeichen, Hallmarks geben soll. Also ein Sammelsurium an einzelnen Gruppen von eben Merkmalen, die dazu führen sollen oder können, dass eben eine meldepflichtige Gestaltung vorliegt. Das lässt sich schwer jetzt in zwei, drei Sätzen allgemein zusammenfassen, weil der Richtliniengeber offenbar hier auch keine so griffige Vorstellung hat. Genau das macht es für die Praxis hier so schwierig, diese Hallmarks, diese Kennzeichen in den Griff zu kriegen. Und diese Hallmarks müssen jetzt ja auch die nationalen Gesetzgeber in irgendeiner Weise noch konkret umsetzen. Wie ist da der Stand in Deutschland? Der deutsche Gesetzgeber ist ja noch in einem Entwurfsstadium, auch noch nicht veröffentlicht. Erste Ideen kursieren so die Runde. Man bekommt ein Gefühl, in welche Richtung er gehen möchte. Allerdings derzeit bestätigt sich die Befürchtung, dass auch der deutsche Gesetzgeber hier nicht konkreter wird, sondern diese Vielzahl an recht schwammigen Begriffen auch nicht mit Leben füllt, eher mit Einzelbeispielen benennt, die darauf schließen lassen, dass es sehr weit interpretiert werden soll. Was bedeutet das dann für Sie in der Praxis und auch für Ihre Mandanten angesichts dieser Unsicherheit? Wie kann man sich da jetzt aktuell schon vorbereiten? Muss man sich jetzt aktuell schon vorbereiten? Ja, scharf gestellt wird die Richtlinie, die Meldepflicht erst ab Juni, Juli 2020. Aber es wird dann rückwirkend Meldepflichten geben für meldepflichtige Gestaltung, die bereits ab dem 25. Juni 2018 umgesetzt wurden, beziehungsweise mit der Umsetzung begonnen wurde. Das ist das Datum, als die Richtlinie in Kraft getreten ist. Sprich ein halbes Jahr jetzt praktisch, was schon angefallen ist. Ja. Korrekt. Ja. Und die Schwierigkeit liegt jetzt darin, dass man weiß, dass man was nachmelden muss, aber man eben die Kriterien noch nicht scharf kennt. Wie gehen wir damit um? Wie gehen auch Unternehmen damit um? Unsere Empfehlung ist hier ganz klar, es wird schwierig sein, rückblickend dann im Juli, Juni 2020 anderthalb Jahre zurückzugehen und zu schauen, was wurde hier begonnen. Das heißt, wir sammeln bereits jetzt Indikatoren für Beratungsleistungen, von denen wir der Meinung sind, ja, das könnte in eins der Kriterien fallen.
Gleichzeitig überlegen wir uns aber auch schon, welche Gegenargumente gibt es. Denn am Ende des Tages wird man ja eine Entscheidung treffen müssen in der Zeitpunkt der dann geltenden Rechtslage. Melde ich oder nicht? Lassen Sie uns das mal mit Leben füllen sozusagen. Ja. Also vielleicht mal ein konkretes Beispiel rausnehmen. Sie warnen ja davor, dass grenzüberschreitende Forschungstätigkeiten bzw. Patente, aus denen dann Erträge entstehen, Stichwort Lizenzboxen, künftig unter die Meldepflicht fallen. In welchen Fällen wäre das der Fall und was ist dann konkret das Problem? Ja, also eines dieser konkreten Kennzeichen sagt eben, wenn eine Lizenzzahlung im Beispielsfall in Deutschland, nehmen wir es mal an, abzugsfähig ist als Betriebsausgabe, also ein Unternehmen zahlt Lizenzen an eine Schwestergesellschaft zum Beispiel im europäischen Ausland. Und diese Lizenzzahlungen unterliegen dort einem sogenannten Präferenzregime, also einer niedrigeren Besteuerung, die aber auch ganz bewusst so gewollt ist, weil dort Forschung und Entwicklung zum Beispiel getätigt wurde, die dazu geführt hat, dass hier ein immaterielles Wirtschaftsgut geschaffen wurde, welches dann zur Lizenzzahlung berechtigt, zur Lizenz berechtigt und zur Lizenzzahlung führt. Das ist alles auch von der OECD so abgesegnet. Diese Lizenzboxen oder IP-Boxen müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Auch in Deutschland gab es ja die Überlegung, so etwas einzuführen. Genau, ja. Der deutsche Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden. Er hat stattdessen eine Abzugsfähigkeit begrenzt, wenn nämlich die ausländischen Lizenzboxen die Kriterien nicht erfüllen. Das ist die sogenannte Lizenzschranke. Jetzt würde man meinen, naja, ist ja alles gut an der Stelle. Man hat sowohl in Deutschland als auch international hier akzeptierte Regeln gefunden. Gleichwohl gibt es eben jetzt dieses Kennzeichen bei der Meldepflicht, dass eine solche Lizenzzahlung in eine ausländische IP-Box, dass die zu einer Meldepflicht führen kann. Kann deswegen, weil es immer noch eine Rückausnahme gibt in solchen Fällen, wenn ich nachweisen kann als Steuerpflichtiger oder eben als Berater, dass der Steuervorteil, der hier entstehen kann, kein wesentlicher Grund, also kein Hauptgrund für diese vermeintliche Gestaltung war. In wie viel Prozent der Fälle wird das so sein, dass man das nachweisen kann? Was glauben Sie? Also ich glaube, im konkreten Fall der Lizenzboxen ist der Anteil sicherlich hoch. Das liegt schon daran, dass die Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit aus deutscher Sicht und die Akzeptanz der Lizenzbox im Ausland, der gerade ist, dass echte Forschung und Entwicklungstätigkeit dort durchgeführt wird. Das ist meines Erachtens ein sehr nachvollziehbarer wirtschaftlicher Grund. Dilemma ist hier so ein bisschen, es reicht nicht, wenn der eine Hauptgrund außersteuerlich ist, sondern es kann eben auch zur Meldepflicht führen, wenn einer der wesentlichen Gründe ein Steuervorteil ist. Und wie da jetzt im Detail der Nachweis zu erbringen ist, das wird die Praxis natürlich zeigen. Pro versäumter Meldung sollen 25.000 Euro Bußgeld anfallen. Das klingt jetzt erstmal noch sehr moderat. Wird die Meldepflicht da überhaupt ernst genommen von den Unternehmen? Die Meldepflicht wird sicherlich ernst genommen. Es sind also 25.000 Euro, das ist jetzt die deutsche Umsetzung als maximales Bußgeld pro Verstoß. Der Einzelfall könnte jetzt aus Sicht eines großen Unternehmens sagen, ja, ist ja vielleicht nicht so viel. Aber die Anzahl der Fälle, der potenziellen Fälle, wenn ich eben zigfach diese 25.000 Euro pro Jahr zahlen müsste, ja, das tut eben auch schon weh. Abgesehen davon ist es natürlich in der Außendarstellung und auch in der Darstellung gegenüber den Finanzbehörden vielleicht nicht so attraktiv, dass man hier regelmäßig Bußgeldverstöße sich Reputationsthema, einhält. Man hat es im Bereich Steuern zuletzt stark gesehen. Herr Zöller, vielen Dank bis dahin. Ich habe auch für Sie noch unsere drei kurzen Fragen von Finance TV mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. In der Regel reicht ein Wort. Die erste Frage, wie viel Prozent Ihrer Mandanten setzen sich bereits aktiv mit der Meldepflicht auseinander? Ich würde sagen, dass bisher die großen und sehr großen Mandanten sich damit aktiv in ihren Steuerabteilungen beschäftigen. Ich bezweifle aber, dass das in einem Bereich von mehr als 10% der betroffenen Mandanten jetzt schon der Fall ist. Zweite Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 sehr wenig und 10 sehr viel ist, wie hoch ist der zusätzliche administrative Aufwand durch diese neue Richtlinie? Im Bereich bestimmt über 5, hoffentlich kleiner 10, also vielleicht im Bereich von 7. Liegt auch daran, dass nicht nur das identifiziert werden muss, was dann letztendlich zu melden ist, sondern auch das, was mit guten Gründen nicht zu melden ist. Und die letzte Frage, erreicht die EU mit der Richtlinie ihr Ziel, aggressive Steuergestaltung zu vermeiden? Ist zweifelhaft. Ich meine, so direkt nicht. Es wird ein Datenwust generiert, dessen Auswertung wohl noch in den Sternen steht. Das steht noch in den Sternen. Herr Zöller, vielen Dank trotzdem für Ihre Einschätzung der bislang bekannten Dinge rund um die Meldepflicht.
Wir hoffen, Sie konnten etwas mitnehmen, auch für Ihre Arbeit, und Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein bei Finance TV. Auf Wiedersehen.